Corona, handelt es sich wirklich und tatsächlich um ein Killer-Virus, der irgendwo Aggressivitäten hätte, wie man sie dem Ebola-Virus oder sowas unterstellt hat oder sowas? Auch als Naturwissenschaftler muss ich sagen, naturwissenschaftlicher Denker, muss ich ganz klar sagen, absolut sagen kann man gar nichts. Ja? Also sozusagen, Sie müssen ganz alleine selbst entscheiden, was Sie glauben und was Sie für richtig finden. Und ich will Ihnen, also sozusagen, ich will Sie jetzt nicht dazu überreden, sozusagen die ärztlichen Empfehlungen, die ja letztendlich die Regierung weitergibt, sozusagen zu missachten oder sonst etwas. Ich will nur eben zeigen, dass es auch ganz, ganz anders sein könnte mit dem Coronavirus, alles ganz anders sein könnte. Ich will nur erzählen, warum ich selbst als naturwissenschaftlicher Denker sozusagen fast überhaupt keine Angst habe. Es steckt einen natürlich so ein ganz bisschen schon an, wenn alle so um einen rum so ein bisschen hysterisch oder ängstlich sind. Aber generell muss man sagen, Angst ist generell ein zusätzlich immunschwächender Faktor und ist dadurch insofern zusätzlich gefährlich. Also insofern, vielleicht können Sie ja auch durch den Virus einerseits die Empfehlungen der Regierung befolgen, auf der anderen Seite vielleicht auch Ihre Angst teilweise verlieren und dadurch dann wieder ein stärkeres Immunsystem haben. Einfach mal jetzt darüber nachdenken, warum naturwissenschaftliche Analysen zu dem Punkt kommen, dass es vielleicht alles ganz anders sein könnte. Und passend dazu sind jetzt auch viele entsprechende Videos erschienen und so weiter. Und dann war eben sogar Dr. Wolfgang Bodak bei KenFM, beziehungsweise die beiden haben zusammen ein Telefoninterview gemacht. Ja. Und ja. Ja, Dr. Wolfgang Bodak war wohl Abgeordneter der SPD, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Müssen Sie halt nochmal selber nachschauen. Und er ist Arzt und offensichtlich auch sehr vertraut mit dem Thema Virologie. Ja? Er sagt so Sachen wie in dem Interview, wie ungefähr so völlig falsche Corona-Politik, sagte, würde laufen. Auch die Panik wäre sozusagen eine völlig falsche Leitlinie, beziehungsweise also etwas völlig Falsches. Und wir können die naturwissenschaftliche Analyse sozusagen kommt zu der Überlegung, die wir nachher gleich beweisführungsmäßig führen werden, könnte es nicht sein, dass einfach nur unser pharmazeutisch-medizinisches System sich einfach zentral irrt und letztendlich als sich irrendes System den Staat vollständig im Griff hat? Sind wir eigentlich ein Pharmaindustrie- und Medizinindustriestaat? Ja? Werden dabei, wer unsere Videos kennt und die zweiten Scientists for Future 2 kennt, kennt das Thema schon, das werden etwa bei all dem auch unsere geliebten Milliardärskönige sozusagen von den Milliardärskönigen, die also den Großaktionären der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie, schädigen die gerade durch ihre Irrtümer, an die sie selber glauben und die Medizinindustrie glaubt sozusagen, schädigen die gerade durch ihre Irrtümer die gesamte
die gesamten anderen Milliardärskönige Deutschlands und Europas, weil die Frage ist nämlich, was wird uns am Ende das alles kosten? Deutschland steht ja fast völlig still. Was sind das für volkswirtschaftliche Gesamtverluste? Natürlich, wenn alle Staaten das Gleiche tun wie Deutschland und auch ihr gesamtes Wirtschaftsleben stilllegen, dann wäre sozusagen, würde sich wenigstens die relative Position Deutschlands und Europas verglichen zur Welt nicht verschlechtern und wir würden also nicht relativ abstürzen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein ein so totales Stillstehen, ja, ein solcher, eventuell auch bei den Schülern, dann ein relativer Bildungsverlust oder was auch immer, ja, also, oder auch das in den Unternehmen können ja keine Innovationen entwickelt werden und so weiter, oder schlechter, und im Homeoffice kann man das vielleicht nicht so gut wie im Unternehmen und so weiter. Also auf jeden Fall, die Frage ist halt, was wäre, wenn dieser irgendwie wirtschaftliche Schaden bei all den anderen Milliardärskönigen, also der zum Beispiel bei den Aktionären der Automobilindustrie und so weiter, bei allen anderen Bereichen, wenn dieser Schaden sozusagen durch die Irrtümer der Pharma- und Medizinindustrie, Milliardärskönige, also Großaktionäre und so weiter, erzielt würde und das alles auf einem auf Irrtümern beruht und die alle sozusagen darauf beruhen, dass unser System einen Baufehler hat, der Irrtümer regelrecht begünstigt und deswegen wir das System grundsätzlich ändern müssen, weil solche Irrtümer sonst immer wieder vorkommen. Und die Politik wahrscheinlich auch gar nicht anders kann, als dann diesen Irrtümern zu folgen. Ja, das heißt, alle sind unschuldig, auch diese Milliardärskönige der Pharma- und Medizinindustrie. Alle sind unschuldig, aber möglicherweise sind etwa alle möglicherweise in einem riesen Irrtumsgebäude gefangen, weswegen sie die gesamte Gesellschaft und Volkswirtschaft schwer beschädigen eventuell. Wie gesagt, man muss gucken, wie weit sich die anderen Staaten der Erde jetzt auch schädigen, ja, dann ist es nicht ganz so schlimm, aber ist es einfach so, dass eben hier zumindest jetzt diese Art von Milliardärskönigen die anderen Milliardärskönige schwer schädigt. Und wäre es nicht besser, wenn wir ein Gesellschaftssystem hätten, in dem sich niemand mehr gegenseitig schädigt? Ne? Das ist das, was wir jetzt erklären werden und mit Beweisführung, mit naturwissenschaftlichen Beweisführungen anreichern wollen. Jetzt gucke ich erstmal weiter. So. Ja, und dabei muss man also sehen, also zum Beispiel erinnert Dr. Wodak auch an die Schweinegrippe. Erinnern wir uns an die Schweine und die Vogelgrippe und so weiter, ja? Erinnern wir uns daran. Wie war das gewesen? Da war plötzlich auch die Schweinegrippe total gefährlich. Für viele Millionen Euro hat die Bundesregierung dann also sozusagen Medikamentenlager angelegt, sozusagen. Ich glaube, damals war auch Tamiflu ein Begriff oder so, oder war das bei der Vogelgrippe? Auf jeden Fall hat das die Volkswirtschaft Abermillionen gekostet. Irgendwelche Firmen aus dem medizinisch-pharmazeutischen Bereich haben wahrscheinlich dann auch Abermillionen verdient, sozusagen Gewinn gemacht. Aber der Nutzen war null und ich glaube, es hat noch mal richtig ein paar Millionen gekostet, ganze Zeug vernichten zu lassen dann, als es sich herausgestellt hatte, dass es alles wertlos war und gar nicht nötig war. Das hat also auch damals dann die anderen Milliardärskönige eben auch richtig Geld gekostet, ja? Nicht nur uns Bürger und alle der normale Steuerzahler, sondern auch die Milliardärskönige natürlich auch richtig Geld gekostet, ne? Ja, und damals war die ganze Schweinegrippe und so weiter, das war alles harmlos.
trotz der Tatsache, dass wir es ja in Deutschland mit einer zentral immunschwächenden Ernährung und mit einem insgesamt total krankmachenden Lebensstil mit lauter Giftstoffen und so weiter haben. Mal kurz die Beweisführung dazu. Noch einmal die Beweisführung dazu. Also jetzt erstmal nur dazu, warum wir eine total immunschwächende Ernährungssituation haben. Ja? Dieser Händler hier, wir gehen zurück zu den ersten Tauschhändlern der Evolution, das wird gewesen sein irgendwann zwischen vor 400.000 Jahren und vor 300.000 Jahren. Und jetzt hier haben wir den Tauschhändler, der sagt, nein, also Leute, ihr müsst erstens, wenn ihr euer Immunsystem stärken wollt, dann solltet ihr vielleicht mal ein paar Tage fasten und nach ein paar Tagen Fasten ist euer Immunsystem viel stärker. Wir kommen nachher auch zu der Frage, warum unser Medizinsystem uns nicht sagt, sondern nur so Leute wie Dr. Med, Rüdiger Dahlke oder solche Leute, ja, sagen. Und wenn ihr dann ein paar Tage gefastet habt und wollt wieder was essen, dann zum Beispiel vitaminreiche, super Bio-Qualitätsfrüchte, total reif, total vitaminreich, Gemüse, Wildkräuter, also alles, was vital ist und so weiter, nur vielleicht nur kleine Mengen gekocht, das meiste roh und so weiter, alles vitaminreich, also damit ihr jetzt wenigstens jetzt eine Immunstärkung habt sozusagen, ja. Und die Sportvereine wurden stillgelegt, aber Leute, bewegt euch, zwingt euch, so qualvoll das ist, gemütlich joggen zu gehen, bloß nicht überanstrengen, das hat immunschwächende Wirkung, aber gemütlich joggen, also oder ganz stramme Wanderungen, ja, und so weiter. Also bewegt euch, damit das Immunsystem gestärkt bleibt und gestärkt wird und ja, und ernährt euch völlig anders, als ihr es bisher gewöhnt seid. Hier gibt es ganz viele Videos über gesündere Ernährung. Ihr könnt auch die Videos mit Professor Michaela Döll von den zweiten Scientists for Future 2 und Dr. Med Ludwig Manfred Jakob von den zweiten Scientists euch anschauen. Aber es sind mehrere Videos aufgelistet. Also die Links sind ja auf der Homepage von den zweiten Scientists for Future 2 überall zu finden. Einfach dem Link folgen. Wo ist es? Ich kann es ja mal kurz aufschlagen für Sie. Wo könnte denn die Verbindung sein? Augenblick. Na. Hier vielleicht, ja. Vielleicht passt auch zu dem Thema. Jetzt passt ja auch gerade nochmal der Allgemeine Patientenverband Deutschlands. Hier nochmal das Zitat von dem Präsidenten Christian Zimmermann. Unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr unserer Gesundheit geworden und so weiter. Also das bestätigt ja den Dr. Wodak jetzt schon mal ein bisschen aber wir kommen nachher zu den richtigen Beweisführungen. Aber jetzt wollte ich Ihnen ja zeigen, hier auf der Seite Unterseite das ganze Buch, dann steht ja hier Gesundheitstipps, ja. Da müsste eigentlich, wenn ich mich nicht irre, alles zu finden sein von den zweiten Scientists for Future, zumindest hier ganz die wesentlichen Tipps, auch zum Preppern übrigens, also nicht nur, wie Sie jetzt schnell Ihr Immunsystem stärken können. Das Einzige, was hier wahrscheinlich fehlen dürfte, ist aber die Bemerkung, also dass Sie vielleicht drei, vier Tage fasten sollten, um die maximale Immunstärke rauszulösen. Also erstmal nichts mehr von dem ganzen giftigen, immunschwächenden Essen, das Sie gewohnt sind zu essen. Und dann danach eben ganz anders essen, nur
frisches, also Gemüse, ganz kleine Teile davon leicht gekocht, weil das manche positive Aspekte manchmal haben solle, aber den Rest dann völlig roh und frisch und Vitamine und so weiter. Ja, also, und dann haben sie einen, kriegen sie ganz schnell ein günstiges Immunsystem und immer schön in Bewegung bleiben. Ne? Also jeden Tag irgendwie einen Sportersatz machen, wenn jetzt schon die Hallen zu sind, ne? Was ja auch das Immunsystem der Bevölkerung schwächt. Ne? Gucken, wir wollten uns gerade anschauen, die Beweisführung, die naturwissenschaftliche Beweisführung, warum wir möglicherweise eine extremst immunschwächende Ernährungssituation haben auf der Welt. Wie gesagt, vor 400 bis 300.000 Jahren, dieser Händler hier, der hat ja eben die Wahrheit gesagt und hat uns allen Tipps gegeben, wie wir unser Immunsystem stärken können und so weiter. Und jetzt haben wir hier aber einen anderen Händler und Irren ist nun mal menschlich und das hat die Naturwissenschaft bewiesen, dass alles sozusagen nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, also Veränderung und Auswahl und Auslese geschieht in der Natur und also auch im gedanklichen Bereich, im sogenannten mimetischen Bereich sozusagen, auch wir davon ausgehen müssen, dass Variation und Selektion, also Variantenbildung und dann daran angreifende Selektion eine Rolle spielt. Und so ist es eben so, das muss ja jetzt nicht der zweite Tauschhändler sein. Lassen Sie es von mir aus den millionsten Tauschhändler sein, ja? Dann ist es halt nicht vor 400 bis 300.000 Jahren, sondern vor 200 oder 100.000 Jahren. Spielt keine Rolle, wann das war. Spielt überhaupt keine Rolle. Aber lassen Sie uns Millionen Händler haben, die alle wahrheitsorientiert sind. Aber plötzlich einer hat ein wirren Gedankensystem, irgendwie einen wirren Gedanken, versteht eine Sprache falsch, versteht was, hat ein Missverständnis und sagt, nein, also Lebensmittel sind total hochwertig und sogar besser als die Naturdinge. Wenn ich sie wenn sie schon beim Anbau mit Glyphosat, also den Vorläufern natürlich von Glyphosat und Pestiziden und Fungiziden angebaut werden und wenn sie dann mit preiswerten Spott billigen Streckmitteln wie Zucker oder sogar noch billiger Süßstoffen gestreckt werden und mit Unmengen an Salz und Transfetten, dann Konservierungsstoffe, Farbstoffe und was es auch immer noch gibt, ja. Also und das ist dann eigentlich ja viel gesünder für Menschen als dieses vitaminreiche Obst und Gemüse und so weiter. Ja? Und der glaubt das wirklich. Der glaubt das vollständig. Ja? Und jetzt macht er Werbung und so weiter dafür. Ein paar Leute glauben ihm das, aber es muss ja nicht sein, dass es allzu viele sind, die es ihm glauben. Denn jetzt passiert etwas ganz Eigenartiges. Dessen Produkte, das, was er verkauft, reif geerntetes Obst, das ist total schwierig, die Gewinnspanne ist niedrig, der verdient total wenig. Aber dieser verdient wegen dem Billigzucker und dem Billig-Süßstoffen und dem Billigsalz und so weiter. Früher war das mal teurer, aber dann später dann eben spottbillig geworden und so weiter. Verdient also hat riesige Gewinnspannen, verdient richtig viel Geld, kann dadurch werbemäßig und so weiter, kann sich viel Werbung leisten, kann den zum Aussterben bringen, hier nach wirtschaftlich platt machen sozusagen, weil er hat einfach einen riesigen Zusatzverdienst und dadurch kann er dann mit riesen Werbegeldern das Gehirn der gesamten Bevölkerung so waschen, dass die alle glauben, dass nach und nach die Menschen immer mehr anfangen zu glauben, dass Glyphosat, Pestizide, Fungizide, Zucker, Salz, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Chemikalien aller Art und so weiter, dass das alles total gesund sei und alles kein Problem sei.
Und dann kann er eben, und dann verkauft er noch mehr und so weiter und kann viele Kinder, hier zwei Kinder ernähren. Das ist schon sein, dieses Kind kann dann schon wieder drei Kinder ernähren. Es steht ein ganzes Handelsimperium, alles fußend auf diesem Zentralirrtum, dass das alles harmlos sei. In Wirklichkeit schwächt es das Immunsystem der gesamten Weltbevölkerung drastisch und macht es erst anfällig für so Viren und Coronaviren. Das ist naturwissenschaftlich, besteht der dringendste Verdacht, dass es leider genau so ist. Ja? Und jetzt, also wenn wir uns die Schweinegrippe nochmal anschauen und die Vogelgrippe, das heißt also, da wurde also riesiges Primborium gemacht, ja, riesige Panik verbreitet auch, ja. Und es hat sich als Totalirrtum rausgestellt, sozusagen mit millionenschweren Totalverlusten sozusagen. Und sogar diese Schweinegrippe und Vogelgrippe waren sogar so harmlos, sogar obwohl ja niemand ihnen gesagt hat, dass sie ihre immunschwächende Ernährung ändern sollen, dass sie fasten sollen ein paar Tage und so weiter. Und trotzdem war das Virus harmlos und war keine Gefahr, trotz unserer aller geschwächten Immunsysteme. Ja? So, und daran geht natürlich in diese Kerbe, haut jetzt ja natürlich Dr. Wodak. Ne? Dann er spricht so Dinge auch an, natürlich ist es sinnvoll, auch das würde ich auch jedem sagen, immer die Virendosis, die man abkriegt von jeder Sache, immer klein halten. Deswegen halte ich es ja schon seit Jahrzehnten für völligen Blödsinn, dass wir uns die Hände geben, denn das ist ein Hauptübertragungsweg, ja, und natürlich sollte man jetzt achten, dass man sich nicht von anderen Leuten anhusten lässt und so weiter und immer schön ein bisschen Abstand hält und so weiter. Und ja, das Händegeben ist ja endlich auch mal tabuisiert worden, ja, also man kann sich ja die moderne Faust sozusagen auf ein paar Zentimeter Entfernung reich geben sozusagen. Ja, und aber also es ist immer ganz gut, es ist zwar einerseits wichtig, dass wir ständig Viren und Bakterien abkriegen, damit unser Immunsystem immer gut im Training bleibt, also Desinfektion ist ja insgesamt sonst ja also nichts Gutes, ja, sondern aber eben die Virendosen sollten schön klein sein und nicht große Mengen auf einmal können auch ein durchaus robustes Immunsystem herausfordern. Denn dann treten ja plötzlich ganz große Mengen Viren auf einmal rein und das Immunsystem braucht ja immer eine gewisse Zeit, bis es anläuft und so weiter. Also das heißt, gut. Dr. Wodak, ja, sagt dann auch noch so Dinge wie, zum Beispiel jetzt bei GMX wurde ja jetzt auch berichtet, dass jetzt man genau das vorhat, was Dr. Wodak fürchtet, nämlich dass man jetzt so eine Schnellzulassung für eine gar nicht geprüfte und damit potenziell wahnsinnig gefährliche Impfung machen würde. Das ist ja schon Thema bei GMX, ja. Und er sagt also, die Impfung bringt ja eigentlich nichts, denn dadurch würden dann eben die ähnlichen Viren sozusagen, man würde dann durch die etwas anderen Viren krank, denn er sagt, das sei sowieso eine ganze Armee von verschiedenen Corona und anderen Grippeviren, das sei sozusagen eigentlich so eine ziemliche Mixtur an Viren jeden Winter, die da auf uns zukommt. Und wenn man dann gegen ein einziges geimpft ist, dann gibt es noch genügend andere Viren, die einen dann halt krank machen. Und wie Dr. Med-Rüdiger Dahlke angedeutet hat, gäbe es Studien, dass man dann leichter krank wird von der anderen Variante der Viren, ne? Ja, vielleicht werden sie dann von einem anderen Cocktail von Grippeviren dann schwerer krank, gerade weil sie die Impfung gemacht haben. Ja? Aber dann deutet er auch an, dass diese
diese Impfung ja eben diese Notzulassung einer schnell entwickelten, einem Schnellschussimpfung sozusagen, angeblich ja auch könnte sehr, sehr große Impfschadensraten dann haben, sozusagen, ja. So, und dann, ja, und er bringt ja also einen er weist darauf hin, dass es sein könnte, dass eben seine Kollegen, seine ärztlichen Kollegen einen gewinnbringenden, völlig anderen Blick auf eben eines der vielen Coronaviren unter allen Viren hätten. Also dadurch quasi, er macht so, sagt so Dinge wie ungefähr so, ja, wenn man einmal als Arzt und Forscher denkt, ein bestimmter Typ das Coronavirus in der Gruppe aller insgesamten Grippeviren, sozusagen Influenzaviren, ja, sei jetzt ganz besonders wichtig und das, dann würde sich der Blick verengen, dann wird plötzlich nur noch dieses Virus getestet, alles kreist nur noch um dieses Virus, die ganzen anderen Viren werden ignoriert, die gleichzeitig mit rumschwirren und so weiter. Und sozusagen, ja, und dadurch komme es dann zu einem verzerrten Blick und dann sagt er noch, dieser Blick führt dann quasi zu panischen Gedanken, also sozusagen diese Fixierung. Und dann auch, sagt Dr. Budak noch, es könnte sein, dass Impfungen also nur das Virenspektrum verändern, denn jeder Grippewinter sozusagen sei immer eine Summe vieler unterwegs seiender Viren, ja, auch verschiedener Coronaviren, ja. Und er sagt schon auch, das deutet schon an, dass es schon darum geht, das Ganze, um darum Impfstoffe verkaufen zu wollen, das wäre ja dann schon so ein bisschen wie, ja, dass er damit vielleicht schon andeutet, es könnte auch bewusster Betrug sein. Können wir auch nicht ausschließen. Wir wissen ja, dass es auch um ein Geschäftsmodell gehen könnte. Dann wäre es natürlich auch schon dann hätte es was Kriminelles natürlich. Aber das wissen wir ja, dass das sowas auch schon immer mal vorgekommen ist, ne? Aber ich werde gleich ja die Beweisführung machen, dass das gar keine Rolle spielt. Auch wenn es dieses Kriminelle gar nicht gäbe, besteht die Gefahr trotzdem, ja? Ja, und er sagt dann sowas wie, naja, natürlich wollen sich die Pharmakonzerne und die Testindustrie und so weiter, wollen sich natürlich das Geschäft nicht verderben lassen. Ne? Das geht natürlich schon in so einen Vorwurf eines leicht kriminellen Vorgehens. Ne? Und jetzt schauen wir uns aber an, warum es gar nicht kriminell sein muss, sondern das Gefährliche vielleicht, dass es einfach wirklich nur auf gewinnbringenden Irrtümern fußen kann, die gar nicht bewusst sind. Also schauen wir es uns an. Ne? Also, schon vor Jahrhunderttausenden die ersten Schamanen. Hier haben wir wieder, Schamanen sind so die Vorläufer der modernen Schulmediziner. Ja? Also, da hier haben wir einen Schamanen und der sagt, na, also hier, Krankheit und Gesundheit, das hängt mit eurem Lebensstil zusammen. Ihr müsst total vorsichtig sein mit all diesen Lebensmittelhändlern, die euch so krankmachende Lebensmittel verkaufen wollen und so weiter. Und ihr müsst ganz natürlich leben, ganz viel Bewegung, ganz viel Vitamine, alles naturbelassen, Ursorten, herrliche, reife, süße Früchte und herrlichstes Gemüse, herrliche Wildkräuter, alles. Also ganz naturbelassen und so weiter, ja, und davon müsste dann, habt dann starkes Immunsystem und so weiter. Natürlich hat er damals noch keine Vorstellung gehabt vom Immunsystem, aber so irgendwo was in der Art, sagt er halt dann und so weiter. Und der wird nicht viel verkaufen, der wird den Leuten quasi alle wichtigen Tipps geben, dass sie kerngesund bleiben und die werden ihn nie wieder rufen und die werden ihn auch nie wieder bezahlen, weil sie einfach gesund bleiben. Ja, der ist also dann ein armer Schlucker,
wird auch nicht viele Schüler finden, die so auch ein armer Schlucker sein wollen und nach kann immer nur ein Kind ernähren und nach drei Generationen macht diese Art Schamanismus zu. Was ist aber hier, und hier haben wir wieder sozusagen, und lassen Sie es von mir aus den millionsten Schamanen der Welt gewesen sein, 999.999 wahrheitsorientierte Schamanen, aber einer hat plötzlich eine verwirrte Idee im Kopf, ne? Und sagt, nein, da müssen wir so einen Trank machen und irgendwelche, ja, fast schon chemisch anmutenden Mixturen machen und so weiter. Und mit der Ernährung, dass der Lebensmittelhändler hat das alles gar nichts zu tun, dass ihr so häufig krank werdet. Nein, ihr habt quasi einen Mangel an Medikamenten. Also die Krankheiten, die sind allmächtig und stark und da hilft weder die Ernährung noch, da hilft gar nichts und Bewegung schon gar nicht und so weiter. Ja, da hilft eher Schonung, nicht bewegen und so weiter. Und dann solltet ihr also ja eben meine Medikamente, meine Medizin, meinen Kräutertrank und meine Medikamente und Chemotherapeutika später und so weiter, die müsst ihr nehmen, sonst habt ihr gegen Krankheit keine Chance, ja, und so weiter. Und er glaubt diesen Irrtum und er glaubt daran, dass eben auch dann seine späteren Impfungen allmächtig sind und sozusagen, ja, und er glaubt dann auch, ja, dass wenn einmal sozusagen der Fokus auf einen testbaren Variante von Coronavirus ist, der glaubt dann auch das wirklich und ich halte es möglich, also bei allem, was ich gesehen habe, was Mediziner für antiwissenschaftliche Irrtümer alles haben in ihrem Apparat, ja, und wie sie Studien falsch deuten, wie sie Studien falsch anlegen und so weiter. Ich halte jeden Irrtum für möglich, weil es einfach dann sich als gewinnbringend erwiesen hat. Denn warum soll ich etwas in Frage stellen, das so perfekt finanziell funktioniert? Ja? Denn was passiert jetzt? Dieser Schamane sozusagen wird Kunden haben, genauso wie dieser, nur der entlässt die Kunden in die Gesundheit und der flößt den Leuten Medikamente ein, hält sie davon ab, die krankmachende Ernährung zu durchschauen. Er stiftet sie eher an zum weiteren Bewegungsmangel. Dr. Med van Aken hat gesagt, wir müssen eine schonungslose Therapie machen. Wir müssen Bewegung in der Behandlung, wann immer es möglich ist, so früh wie möglich und so viel wie möglich einführen. Denn Bewegung und aktives Training ist wichtig im Heilungsprozess und so weiter. Ja, und er spricht von Schonung, ja, dieser Schamane hier. Und dadurch sozusagen passiert alles, dass die Leute eigentlich schon allein aufgrund der Ernährungsvergiftung immer wieder kommen müssen. Und da er sie total nett behandelt, die Patienten und so weiter, und seine Irrtümer ja auch überzeugend rüberbringt und so weiter, sind die Patienten genauso beeindruckt wie von diesem Schamanen, sind also beeindruckt. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass die Kunden diesen Schamanen immer wieder rufen werden müssen, weil er ja nicht die Ursache der Problematik behandelt, sondern an die Symptome rangeht und dabei schmerzdämpfende Kräutertränke macht und also nur die Symptome irgendwie angeht, dabei dann ja auch Scheinerfolge erzielt, weil die Leute erstmal keine Schmerzen haben, aber ein paar Wochen später sind sie wieder krank, denken aber wieder, glauben dem Schamanen, dass das ja eine völlig andere, neue Krankheit sei. Vielleicht ist es aber in Wirklichkeit nur Symptomwechsel und dadurch hat er ganz viele Kunden und wird dadurch ein ganz reicher Schamane, kann hier zwei Kinder ernähren, kann ganz viele Schüler anziehen, weil die wollen ja auch dann reiche Schamanen werden und so bildet sich dann, aus ihm erwächst ein Medizinprofessoren-Imperium, das heute unsere Hochschulen besiedelt und alle sind sie getragen von den Irrtümern ihrer Vorfahren, ja. Und diese Irrtümer, ja, und jedes Mal, wenn irgendwo sich wieder ein Irrtum hier dann als gewinnbringend erweist, dann kommen diese neuen Irrtümer dazu. Und aus naturwissenschaftlicher Sicht besteht aller
Also allerhöchste Alarmstufe, rot, dass unser gesamtes weltweites Medizinsystem ein riesiges gewinnbringendes Irrtumsgebäude sein könnte und eigentlich sogar sein muss. Also als Naturwissenschaftler müsste man eigentlich sagen, wenn Charles Darwin und Alfred Russel Wallace mit ihrer Evolutionsbiologie recht haben, wovon alle seriösen Wissenschaftler dieser Erde ausgehen, dann seriösen Wissenschaftler, sage ich, also nicht geschäftstüchtige Medizinprofessoren, ja, sondern dann muss eigentlich das ganze Medizingebäude ein einziges unwahrheitsirreführendes Irrtumsgebäude sein. Und jetzt muss ich Sie mit dieser schrecklichen Nachricht alleine lassen. Wenn es Ihnen diese Erkenntnis hilft, und Sie müssen natürlich alles studieren von den zweiten Scientists for Future als Unterabteilung von The World Council of Wise People, Weltrat, Rat der Weisen, ja, Weltrat der Weisen, Rat der Weisen, zweite Scientists for Future 2 müssen Sie natürlich alles googeln und studieren. Aber Sie müssen jetzt natürlich ganz genau allein entscheiden, ob Sie vielleicht dann aufgrund dieser naturwissenschaftlichen Analyse, heißt übrigens bei den zweiten Scientists for Future 2 die mimetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik als Teil der korrigierten und komplettierten genetisch-mimetischen Evolutionsbiologie und dies auch insgesamt Teil der neuen echt naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre NVWL der zweiten Scientists for Future 2. Ja, Sie müssen jetzt halt schauen, ob Sie dieser Nachdenklichkeit folgen und damit es vielleicht schaffen, Ihre Angst zu reduzieren und dadurch Ihr Immunsystem zu stärken und an alle anderen Maßnahmen machen, um Ihr Immunsystem zu stärken, vorsichtshalber, sicherheitshalber. Das sollten Sie sowieso zum Lebensprinzip machen und dann auch auf Dauer beibehalten, ja. Und auch die Tipps zum Preppern wahrnehmen und so weiter. Die Sie dann auch da finden und so. Ja, und gehen Sie die ganzen Videos durch, suchen Sie alles, was mit Preppern und Gesundheitstipps und allem zu tun hat und so weiter. Ja, und von daher sozusagen, ich kann nur sagen, ich glaube Darwin und Wallace und ich glaube der Naturwissenschaft. Ich kann Sie jetzt nicht auffordern, das auch zu glauben. Sie müssen ganz allein selbst wissen und dann seien Sie einfach sicherheitshalber auf der Hut, befolgen Sie sicherheitshalber die Dinge der Regierung und so weiter. Denn es besteht ja eine ganz kleine, winzige Chance, dass es doch nicht einfach nur einer von den vielen Zentralirrtümern unserer Medizinindustrie ist sozusagen, sondern dass es ausnahmsweise könnte es ja durchaus auch die Wahrheit sein. Ja? Also von daher bin ich ja auch ein bisschen vorsichtig, aber kein Grund zur Panik, denn Panik schwächt das Immunsystem. Ja? Und dadurch können Sie natürlich gegenüber jedem Virus anfälliger werden. Ne? Ja, also wie gesagt, Sie stehen als Bürger vor einer schweren Entscheidung, aber eben die Aussage der zweiten Scientists for Future 2 ist ja auch, liebe Milliardärskönige, wir müssen das System ändern. Wir müssen auf jeden Fall, egal ob es jetzt diesmal anders ist als bei der Schweinegrippe, wo alles nur ein riesiger Irrtum war, ein teurer, kostspieliger Irrtum, der Sie als Milliardärskönige auch schwer viel Geld gekostet hat und auch Sie schwer geschädigt hat, ja. Wir brauchen ein besseres System. Wir müssen dieses frei sozial-marktwirtschaftliche System, das ja auch Dr. Krall in höchsten Tönen verherrlicht, sozusagen, Dr. Markus Krall, das müssen wir einfach beenden. Wir müssen raus aus diesem Raubtierkapitalismus. Der tut Ihnen als Milliardärskönige nicht gut und er tut uns nicht gut. Er zerstört unser aller Leben und Gesundheit
Und das zeigen die ganzen über 360 Videos und die ganzen Texte können Ihnen das beweisen, dass das uns allen nicht gut tut. Also liebe Milliardärskönige, stellen Sie sich an die Seite der zweiten Scientists for Future 2 und ändern wir gemeinsam ein uns alle schwer schädigendes System. Ja? Ja? Alles klar. Tschüssi.